Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück beim Rabenhorst im Hardcore-Modus mit dem Spielekaiser. Ja. Guten Tag. Hallo, servus. Servus, grüezi und hallo. Ich muss mal einmal kurz nach der Schreitante gucken, ob das wirklich eine war, die schreit, weil die ist ja... Wieso ist die hier? Hallo. Ja, sie schreit. Aber hat sie auch was getriggert? Du willst jetzt nicht absichtlich triggern? Nö, sie hat nur einmal gesagt. Und frisst einen Fall nach dem anderen. Lamp of Call bräuchte man. Wollen wir mal ins verbrannte Gebiet gehen? Ja, warte, ich will einmal kurz vom Händler reingucken. Ja. Aber erstmal muss ich die Uschi platt machen. Meinst du, es ist überhaupt eine normale Schreitante, die dort triggert? Sie hat geschrien. Nee, es gibt, glaube ich, mehrere. Weil wir haben die Heatmap, glaube ich, noch nicht so weit oben, dass sie Grund hätte. Oh, die ist klein. Weiche, das ist so witzig. Mir. Diese Mini-Zombies. Ja. Das sieht echt geil aus. Aber es ist halt schwieriger, die zu treffen, ne? Also. Ja, klar, die Hitbox ist ja dann auch unterschiedlich, ne? Oh, vorbei. Gefühl, als würde ich die Putana verprügeln hier. Ja, es tut mir auch ein bisschen leid. Tut mir gar nicht leid. Nee. Sie wollen uns ans Leder und bevor sie uns ans Leder gehen, machen wir sie lieber platt. Und ich habe ein Level up. Endlich Level 2. Komm, wir gucken nochmal, was der Händler kann. Hallo, Händler. Hallo, Partner. Ich loote den mal hier durch, der hatte mich. Der sagt, ich soll meine Waffe wegstecken. Komm nicht mal. So, das verkaufe ich. Fernglas kann man nicht verkaufen, Gott sei Dank. Knarre bringt aber nicht so viel Kohle. Lump of Coal. Ich habe Lump of Coal hier in der Chemiestation gefunden. Sehr gut. Biere. Oh, es gibt ein Skinning Knife extra für Haut. Baseball-Bat. Minjas, ich habe ihn gefunden. Ja, leider habe ich jetzt nicht die Klasse. Natürlich findest du jetzt den Baseballschläger, wo ich ihn nicht mehr... Oh nein. Was kostet der? 463. Ja, wenn er den in ein paar Tagen noch hat, dann wird Restock erst an Tag 8. Wir haben jetzt ein bisschen Scheiße hier. Was ist denn hier passiert? Der kommt noch heute rein. Ja. Wie kommt denn eine Horde zum Händler? Lass sie mal rauslocken, schnell. Oh nein. Das ist überhaupt eine Horde. Ja, der Händler ist ja nicht mehr sicher. Ach du Kacke. Man muss ihn jetzt beschützen. Weil wir müssen alle raus und dann ist Tor zu. Ja, genau. Alle raus, Tor zu. Sind sie alle raus? Das ist mal ein Screenshot. Ja. Ich hoffe, die sind alle raus. Ja, werden sie. Hauptsache, wir haben die Tür vom Händler zugemacht. Okay, dann lass uns mal weiter flüchten. Komm mal her. Ich drop mal... Komm her. Doppelt lag zart. Hier, die Hälfte der Kohle. 20 nach 7. Für die Quest. Danke, ich muss erstmal Woodframes placen und ja, mach mal. Sollen wir in der Zeit, bis wir uns nach Hause flüchten, mal kurz ein bisschen Holz holen noch? Ja, können wir machen. Dann kommen wir hier kurz im Wald rein. Aber lass uns das Richtung unserer Basis machen, oder? Ja. Weil wir triggern doch die Zombies und weißt du, dass wir lieber vor unserer Basis dann aufräumen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Hinter dir kommt eine Tante. Okay, dann lass mal zurück. Das war ein sehr kurzer Ausflug. Lass mal Richtung Dings gehen und nimm mal ein bisschen, dass wir Schlafsäcke machen können. Oh, die Autos haben, guck mal. Hm? Die stecken ineinander. Machen Liebe. Babyautos. Ja, ich hab doch gesagt, da kommt eine Horde. Mensch, da. So, was brauchen wir denn? Mining Helm. Obwohl, nee, Stoff habe ich. Mining Helm. Mining Helm und Dings. Nagelpistole? Nein. Jeezy. Where is our home? Ja. So, ich hoffe, dass alle Zombies vom Händler raus sind, weil ansonsten, wenn der stirbt, dann kommt er nicht wieder. Wollen wir jetzt erstmal zu unserer Basis zurück? Ja. Okay. I'm on my way. Vielleicht ist der Bär noch da. Ich hoffe. Der wird eventuell despawnen, wenn der Server neu startet. Ja, der ist aber nicht neu gestartet. Na, achso, jetzt ist er schon weg. Ne? Dann ist er rausgehupst. Oder ist er soffen? Ich hab die Woodframes. Ich setz mal hier unten ein paar rein. Ja, definitiv. So, upgraden. Noch eine Tür. Achso, muss ich erstmal hier wieder. Das ist natürlich jetzt auch, ne? Um an Holz zu kommen, ist das schon ein ganz schöner Akt. Aber weißt du, was geil ist? In dem Brunnen, wo der Bär drin war, da ist Wasser drin. Das heißt, wir haben direkt Wasser vor der Tür. Mhm, das ist gut. Oder hier ist ein LKW, haben wir den schon gelootet?
Ja, wenn man Aufzug machen hier in den Schacht rein, entweder Klappenaufzug oder andere Varianten. Ja, Klappenaufzug ist super. Klappenaufzug und wir können auch so einen Schnellabgang machen. Nee, ich habe gerade noch mal eben das Ding gelootet. So ein Auto, du dich auch noch mal. Wir müssen nämlich Schlafsäcke setzen, weil jetzt spawnen die Zombies. Ah. Sind sie schon wieder da? Ey, 29 Stück Munition. Guck mal. Fein. Moppet, guck nochmal eben nach. Die schlägt nach mir. Schmeiß sie runter. Schmeiß sie in den Schacht. Denn es ist bald nah. Nein, die ist im Gang. Ach so. Die gespawnt ist. Blöde Kuh. Ich gehe jetzt mal schnell nach oben, guck mal, dass ich Stoff hole. Dass wir hier einen Schlafsack setzen, sonst haben wir nämlich ein Problem. Nee, ich habe eine Machete gefunden. Ich würde gerne nochmal ein Woodframe machen, danke. Ich habe sogar eine kleine Tür. Geht das? Das ist eine Tür? Kann man die hier doch machen? Da. War die nicht? Kann ich machen, ja. Ach, Annette Legacy war das, wo du keine Tür von Anfang an machen konntest, ne? Wieso kommt jetzt hier eine Zombie-Tante raus? Hallo? Weil die da drin war. Blöd Kuh. Und dann habe ich keine Munition am Start. Dann ich mache uns zwei Schlafsäcke, ja? Ja, gerne. Ich setze die beiden dann hier hin und dann... Ich kümmere mich mal eben um die Tante. Dann setze ich die aufs Dach, oder? Falls sie hier mal irgendwie reinkommen. Ja, gerne. Du kommst ganz hoch. Idee. Ich komme jetzt hoch, ja. Ich setze eben in den Frame rein und mache die Tür zu. Tür. Da ist die Tür. Alles klar, ist gesetzt. Super. So, Tür ist auch da. Ich upgrade die mal eben, sobald es geht. Zack, so. Ich habe auch noch Scrap Iron, soll ich da mit? Nö, ist schon zwei Stufen aufgewertet. Hä? Recipe für Chips? Oh, jetzt habe ich nicht geguckt, was man machen kann. Ich habe Nailgun Parts 5 Stück gefunden. Das scheint auch anders zu sein. Nailgun Parts? Hier, ich habe was für dich. Hier. Ja, was? Jetzt. Lucky, Lucky. Oh, cool, danke. Sieht doch ein bisschen besser aus, oder? Oh, mal gucken hier. Helm nicht. Ja, der sieht aus wie Papa. Opa. Wie Opa. Ich überlege gerade, wie ich am besten... Schlafst du schon durch? Ja, hier oben. Hier drüben nimmst du einen weg und legst neu. Ob der linke geht, genau. Ich wollte mal einen Screenshot machen von dir. Mit dem Helm. Das sieht nämlich krass aus. Sieht aus wie Lord Helmchen irgendwie. Voll überdimensional. Oder? Kann man meine Haare sehen? Ja, stimmt. Das sieht echt aus wie Lord Helmchen, finde ich. Ja, ich bin's. Dreh dich mal zu mir. Bitte. Bitte. Ah, oh. Konsole. So, I turn around. Turn around. Give me your hand. Nee, turn around, dann singst du doch irgendwie, keine Ahnung. Do you feel my heart beating? So. Do you feel. Das sieht noch cooler aus, guck mal. Ja, das ist. Das, da muss ich ja mal direkt mal in die Augen gucken. Sehr hübsch, Herr Kaiser. Look into my eyes. Then you realize. So, das Ding ist gut. Schutz bringen nicht, ne? Ja, und wenn die Kiste da oben noch ist, weil man kann hier hoch, hier ist eine Leiter. Ach, guck mal. Aber. Da oben müssen wir uns. Leiter, oder? Nee. Was sieht das aus? Schade, Räuberleiter? Oh, hier, oh, bin erst. Ja. Das? Guck mal. Das ist eine Geheimkiste. Geheimkiste? Ach du Scheiße. Search Apache Artifact Chest. Oh, warte, ich mach Licht an. Oh. Warte. Interface aus. In die Hocke. Hübsch. Ja. Geht. Dann guck mal rein. Du. Warte, bleib so, guck mich nochmal an. Das sieht da cool aus. Leute alle. Hey, auf, Screenshots zu machen, du Arsch! Ey, Screenshots gehören dazu. Genau. Jetzt ist das Ding im Weg. Egal. So. Das sieht ja geil aus, die Truhe, oder? So ein richtig schmiedeeiserne. Warte, ist das Loot noch? Ah, so eine Dings-Axt. Jawohl, eine Axt. Die ist selbst auf Level 1 geil. Diese rote. Diese Apache, ja, cool. Diese Apache-Axt. Boah, ich wüsste gerne, was da drin so. Die ist auf cool Level 1, ist sie schon super. Die kannst du ist selbst, das? Wenn du reparierst, kannst du die immer noch. Also, weißt du, kannst du immer wieder reparieren mit Holz und dann ist die. Haust du ultimativ Zeug weg. Das ist sehr praktisch. Cool. Was da drin so grün leuchtet, verdammt. Kommen wir hoch, warte mal. Können wir dann probieren? Herr Kaiser, was meinst du? Hier ist eine Leiter. Wo? Ach so. Okay. Ein Duffelbag. Ja, gut. Gucken wir mal rein. Ein Shorty Bar und Nudeln. Ja. Wow, da haben wir aber richtig abgesahnt. Hoch. Ja. Ist das hoch? Boah, da hinten, das ist ein riesen Anwesen.
Müssen wir uns auf jeden Fall auch angucken gehen. Würde ich sagen, räumen wir hier unten erstmal ein bisschen auf. Es gibt so viel zu sehen. Oder? Ja. Hier unten ein bisschen Tische. Warte, ich probiere mal die Tische. Ja, super. Guck mal her. Hast du zufällig Animal Hide? Nee, ne? Moment mal. War das bei dem Spiel nicht so, wenn es... Ja, Animal Hide. Nein. Leather. War das nicht so, dass wenn man hier... Wenn eine Axt kaputt geht, ist sie ganz weg? Oder war das bei der Undead Legacy Mod? Weiß ich nicht mehr. Gott, ich würde es nicht ausprobieren, diese so Indianer-Axt. Und okay, wir brauchen auch wieder diesen komischen Table, um um uns was herzustellen. Um Leder zu machen. Wir brauchen Leder-Couchen oder sonstiges Gedönse. Das würde ich sagen, setzen wir morgen mal als erstes auf die Liste. Leder finden, irgendwo in der... Genau, irgendwo Lederstühle, Sofas, sonstiges zu zerhäckseln. Ach, da kriegen wir wahrscheinlich nur wieder die komischen Dinger raus, diese Lederstreifen. Drying Rack. Wie kriegt man das denn nochmal? Bauen? Ja, gute Frage. Aber Dry gibt's nicht? Oh, X habe ich geschrieben. Doch, Advanced. Drying Rack gibt's noch. Brauchen wir 10 Twine, 2 Animal Hide und ein bisschen Wood. Also das ist realistisch. Ach, okay. Ich habe jetzt 5 Twine. Gut. Und hier müsste auch noch irgendwo liegen, meine ich. Ah, warte mal, hier Bad Mechanic kann man mal, oder könnte man Punkte reinpacken, weil ja. Stamina Degradation minus 10% und Harvest Count plus 10%. Advanced Cooking, Fried Eggs, Potato, okay. Ich dachte Sexual, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man mit Ausdauer gar nicht mehr so viele Probleme hat, weil ich keine Schlagklasse mehr habe. Ja, ja. Mit ich nehme Bad Mechanic. Ich habe Bad Mechanic. Egal, ob der Zuschauer das jetzt hasst oder nicht. Als wäre ich Profi. Als hätte ich schon mal 7 Days to Die gespielt, ne? Also. Bow Weaponsmithing, Blunt Weaponsmithing, Mistcrafting, Archery. Health Nut würde Sinn machen, ne? Minimum Wellness, Maximum Wellness. Ich glaube, Sexual T-Rex. Weil Stamina ist bei mir nämlich schon ein großer Punkt. Okay, ich mache erstmal T-Rex und danach Health Nut. Damit ich halt bei der Schlagklasse ein bisschen mehr Ausdauer habe. Cooking, boah, was ist da an. An Zeug gibt. Die Axt ist echt gut. An Skills, das ist der Hammer. Kann ich hier ein bisschen aufräumen, dass wir Platz kriegen, weil wir brauchen ja auch extrem viel Platz für die Werkbänke, ne? Ja. Wir haben auch noch das Dach, ne? Aber wir müssen halt schauen, also vielleicht macht es Sinn, bei dem Turm so unten in 5, 6, 7 Block Höhe so einen Rundgang zu machen, dass wir die Horde nicht hier oben mitnehmen, sondern wirklich runtergehen, ne? Alter, drüben sehe ich dieses Military Camp und ich sehe gerade aus dem Augenwinkel dampft die... Das Zeug hier grün. Das Grüne, ne? Ja. Ja, schon stark gemacht. So, ich nehme mal die Kerzen. Puh, wo setze ich die hin? Oh, wie schön der Hände leuchtet. Ich hoffe, da ist kein Zombie mehr drin, ne? Ach, die gehen ja an die Wand jetzt. Sehr gut. Da ist Licht, da ist Licht. Hier ist Licht. Sieht hier am Boden. Ich pack mal Klamotten hier in den Dingsbums. In die Kommode. Ja, Machete, was hat denn die für eine Entity Damage? 8,19 und mein komisches Kikiroku hat 9,69. Ja, man kann anscheinend, wenn du das, der Kollege, wo ich jetzt den Namen nicht habe, der gesagt, man kann das Katana craften, dadurch, dass du das Blade Weapon gelernt hast. Okay, ich habe hier irgendwie eine Schatzkarte aufgemacht. Also guck mal, die Wand hier, also in dem Mittelteil hier hinter dem Aufzug, könnten wir gut nehmen für Kisten. Das war da oben. Aha. Weißt du, unter die Lampen schon mal 3 Kisten setzen. Ja, Helmels Katana. Brauche ich Machete Blade für, Leder und Holz. Und die Advanced Workbench. Gut, das ist ja dann überhaupt kein Problem. Ich will die Nerdy Glasses, so den Schrott scrappig. Ah, guck mal hier. Hier kann ich jetzt immer mit der Axt, mit der Indianer-Axt, kann ich auch gut die Dings wegschlagen. Das Blech. Wow, cool. Oh, das ist mit 4 Punkten, also war... 12.000. Die kannst du nicht. Also diese Platte, das ist die... 12.000, ey. So eine Arbeitsplatte möchte ich auch haben. Arbeitsplatte des Todes. Naja, die gehen hier, aber das ist, da würde ich lieber die Wände aufschlagen für den Mittelteil. Wir müssen unbedingt Purified Water herstellen. Das hat meine Durstleiste komplett voll gemacht. What the fuck? Ja, du brauchst aber, glaube ich, beim Purified Water brauchst du
Aber können wir mal ein Campfire herstellen? Das müsste jetzt nächstes kommen. Craft a Campfire da oben. Das mache ich gerade mal. Können wir zwei Stück jeweils auf ein Herd setzen. Ja. Camping? Was Camping sehe ich auch gerade. Wozu denn das? Ich nehme den Topf hier weg. Moment, wir können... Der Advanced Campfire können wir ja gleich setzen. Flop, so, ich schmeiß mal hier links einen Topf rein. Ja, irgendwo noch haben wir. Ich glaube, ich einen Stück gar nicht. Nee, der kommt ins Advanced Campfire. Ah ja, okay. Kann man direkt mal gucken, ob wir das herstellen Craft können. Craft Simple Box, Small Storage. Ich bräuchte Small Stone. Ja, ich guck sofort. Simple Box, Small Dingsbums. Table Paper. Wenn du mir einen Small Stone gibst, ja. Oder Small Stone gibst, dann kann ich uns einen Advanced Campfire direkt machen. Ja, hier sind vier Stück. Hä? Wieso kann ich das nicht jetzt? Lass uns mal hier irgendwo zwei Dinger wegschlagen. Also zwei breit, dass wir das Advanced Campfire hinstellen. Sollen wir nicht hier die Kasse einfach wegkloppen? Willst du es hier so davor stellen? Aber das... Gut, wir werden eh hier noch umsonst. Ist die Platten oben sind aber stabil, oder was? Ich dachte, die Kasse weg und dann hier oben draufstellen. Oh, die Kasse ist weg. Du hast gesagt, ist hier was drin? Nee, es würde erhalten bleiben, ne? Ja. Dann lass uns das doch hier entfernen. Nur wenn das geht. Warte, guck erst mal rein. Leer. Ich habe eigentlich auf die andere Seite reingesetzt. Die Kühlschränke lassen wir aber stehen, die sind schön. Nee, die machen wir. Na, da können wir doch Essen reinpacken. Das ist doch thematisch total geil. Ja, dann müssen wir jetzt reparieren, kann ich nicht. Ich mach's weg. Nee, ist egal. Lass sie doch kaputt. Die Axt macht nur einen Schaden, was ist das für ein Rotz? Achso. Ah, die Kisten müssen wir aufpassen. Wir müssen aber noch eine Reihe wegmachen, so, damit die. Wo kleben die denn? Ja, an dem Kühlschrank. Verdammt. Klopp ich den so weg. Ich mach den einen weg. Hier steht ja schon noch einer. Ich mach den einen Kühlschrank weg. Da, nebendran steht ja noch einer. Ja, ja, mach. Ja, kann ich ja eh nicht davon abhalten. Der klemmt jetzt drüben. Ja, nee, wir müssen die Dinger, glaube ich, wegmachen. Mach den Cooler weg. Schön, Eingriff. Nein. Unsere schöne Küche. Ja, wir brauchen Platz. Es breakt nicht together. Dann haut er unten den Schrank lieber weg, oder? Na, aber das wird immer noch nicht abbrechen. Das haftet ja an dem anderen. It heftet. Ja, da ist es weg. Ja, okay, so schlimm sieht es gar nicht aus. Hast ja recht. Stellen wir jetzt hier davor das Feuer? Mhm. Was mit einem Einkühlschrank da war. Ja. Ja, da kannst du. Ich finde das thematisch ganz cool. Ah, da ist noch einer. Der ist versteckt. Mm. Und am Bier. Das Advanced Campfire nimmt vier Plätze ein. In der Breite oder? Insgesamt. Quadratisch. 2x2. Ja, da guck mal. Guck mal, sieht auch ganz anders aus jetzt. Ist doch geil. Oh, ich brenne. Warum brenne ich? Tja, das wüsste ich auch gerne. Warum habe ich. This man is on fire. Warte mal, Craft Simple Box. Wir haben anscheinend was. Simple Box Cover Storage. What the fuck? Wieso brenne ich denn? Ist das der Advanced Campfire? Ihr habt schon eine Simple Box gemacht. Lass doch mal. Ich stell den mal hier in die Ecke. Da gehört auch kein Topf rein. Ja. Small Storage. Yay. Das sieht ja witzig aus. Einfach nur so ein Pappding. Und was ist da? Wie viel Platz ist in dem Ding? 4x28. Das ist ja ordentlich eigentlich, ne? Wo ist jetzt hin? Small Storage. Jetzt haben wir. Ach, da. Oh, jetzt wollen wir wieder drei kleine Steine. Soll ich da hinten? Setz ich da. Ja. Und musst du noch aufschließen? Ach, aufschließen? Ich brauche drei kleine Steine. Ja, habe ich nicht mehr. Ich habe zwei. Ja, ich. Ja. Aber ist das Feuer, was uns angezündet hat? Oder was? Ich glaube. Ich laufe nochmal dran vorbei. Und rein und nee. Kannst du das mal anleuchten? Nee. Ja, so ist gut. Passt. Super, danke. Ja, dann würden wir mal sagen, sehen wir uns morgen wieder. Hashtag Lagerfeuer. Hashtag Lagerfeuer ist ein schöner Hashtag, ja. Mhm. Und bis morgen. Und macht's gut. Bis dahin. Tschüss.